hinter uns. Ja, schon gesehen. Dämon kommt. Ah, nein. Vielleicht sollte ich mal Stolperdraht legen. Ah, Dämon kommt. Ja, ja. Halte schon voll drauf, wie bekloppt. Au. Och. Nein, geh da weg. Jawohl. Alter. Du hast mich gerade fast gekillt. Weil ich Leertaste zum Treten drücken wollte und der Charakter geht zum Stand-MG. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauch dringend Colt-Munition, hey. Guck mal vor, da wie so ein schießwürdiger Amerikaner. 58 Schuss habe ich noch. Na gut, ich habe auch am Stand-MG gestanden und so, ne? Mhm, ja klar. Hier hast du, glaube ich, noch ein bisschen Schottenmuni. Auf dem einen Tisch liegen. Thompson aufnehmen. Oh, Landminen und so weiter. Vor allem jetzt muss ich erstmal gucken, wo da ein Raum ist, weil dann leg ich da, dann legen wir da schon mal Landminen und so. Aber nicht, dass wir dadurch halt drauf gehen. Ja, warte, ich sag dir dann, wo wir lang gehen, weil wo ich da lang gegangen bin, oder nur einer geht rein, machen wir so. Weil da wird ja sonst alles, weil sobald ja beide drin sind, wird alles abgeschlossen, dass man nicht mehr rauskommt. Da ist noch Muni. Hm. Colt-Muni. Ah, Colt-Muni, genau. Ich habe doch gerade einen Zombie gehört. Da ganz hinten. Ja. Schnauze. Ziel erreicht. Die sind gerade im Kreis gerannt, ne? Ja. Hier aber nicht auch lang? Ich bin gerade leicht verwirrt. Hier. Ich gehe rein. Ah, okay, ja, dann geh mal rein. Stück mal die Scheiße hier. Mit Minen und so ein Kram. Dynamit. Dynamit musst du aktivieren, indem du drauf schießt. Denk dran. Mhm. Leg da am besten noch eine Mine dabei, damit auch. Damit man nicht drauf schießen muss. So, am besten weiter entfernt die Mine. Da alles passiert hast, gehst du raus. Oh, und ich mach noch ein bisschen was. Ja, klar. Oh, da hinten. Alter. In diesen engen Kabuff-Räumchen, da gibt's noch Munitionsdinger. Ja, ich weiß, aber die wurden uns auch zum Verhängnis beim letzten Mal. Mhm. Deswegen so, würde ich da auch nicht wieder reingehen. Stolpermine. Mal gucken, bis wie weit. Du hast jetzt gerade die Mine an der Stolper, am Dynamit und das Dynamit an der Stolpermine. Das wird dich alle so weit von hochjagen. Ja, warte, dann gucke ich, dass ich hier Stolpermine leg. So, einmal Stolpermine. Ja. Tschüss. Ja. Wenn wir das hier überleben, Minecraft, dann zeige ich dir, wie man Sauerkraut isst. Und ich mach dir erstklassige Pirocken. Soljanka. Nee, ich hatte die Windpocken schon, trotzdem danke. Piroschki meinte ich. Ja, abgekürzt Pirocken halt. Oder Soljanka. Huch, da hat gerade irgendwas Achtdeckung verwenden. Weiß es gar nicht mehr. Was platziert man zuerst? Den Draht oder direkt den Sprengkopf bei der Stolpermine? Erst den Sprengkopf, glaube ich, und dann wird der Draht gezogen. Ja. Weil da verbinde ich mal hier den Draht mit dem anderen. Ah, okay. Je nachdem, wo sie dann drüber gehen, geht halt der eine hoch. Ich wollte gerade sagen, warte, die sind ja relativ weit voneinander entfernt, von daher. Mm-hmm.
Ich wollte gerade sagen, warte, ich gehe mal rein und schaue mir das mal an, aber. Nee, jetzt nicht. Ja, eben. Ich habe noch einmal Hier mal noch eine Stolperdraht. Mine. Dann lege ich. Da mal noch eine Mine. Und. Wir werden uns nachher sowas von selbst in die Luft sprengen, sage ich dir. Oh, ich hoffe, das wird dir überhaupt nicht passieren. Das wäre wie Okay, durch ein warte. Wunder das Überleben. Ja, auf einmal steigt Gott vom Himmel hinab und hilft uns, oder was? Dem MG, ja. Boah, ich muss, wie hieß er nochmal? Ey, bei Angry Video Game Nerd. Super Mega Cyber Death Jesus Motherfucker Robot oder sowas. So, Kein. halt Jesus Christus, der Kopf von Jesus Christus auf so einem Panzer mit voll den fetten Mammutrohren und Raketenwerfer als Arme und Gatling. Die Folge ist sowas von brutal übertrieben. Und der musste das machen. Das war so scheiße geil. Ja, also denkst, Alter. Ich habe auch noch Stolpermine. Ja, jetzt geh mal rein und guck dir mal die ganze Scheiße Alter. an. Ey, wenn das doch be mit Bewegungsmelder wäre, ich glaube, ich wäre schon längst tot. Warte, ich glaube, ich platziere noch eine Stolpermine. So. Ich sag dir, sobald der erste Zombie auf eine Mine tritt oder aber auf Stolperdraht, fliegt ja alles uns um die Ohren. Und wir kennen uns gegenseitig damit. Testen wir es einfach mal. Schade, dass man irgendwie so nicht speichern kann. Let's go. Oh. Ich rette dich, ich rette dich. Alles ist in die Luft geflogen, alles! Ach, Scheiße. Wir müssen Aber Rücken ey, an den Bus Rücken. hat's zerrissen. Guck mal nach oben, der Bus ist nicht mehr da. Gut, Alter. Was? Alter, da rennt einer mit einer Sense rum. Wieso kann ich nicht schießen? Weil du Achso. schon totgetreten wurdest. Ne, das liegt an der Granate, glaube ich. Ach, verdammt mich. Oh, danke. Wow. Oh, 7 für einen Granatenkill und ich bin Alter. Die Granaten hier, ne? Oh, du scheiß Skelett, hey. Alter, ich hatte gerade schon da so ein verdammter Granat. Nein! Das warst nur du. Alter, was haben die auch für eine Reichweite, die Skelette? Eben. Das ist brutal. Weil da, ich habe selber schon gedacht, Alter, wie sollen wir das überleben, hey? Vor allem immer hier zu Beginn, das ist scheiße. Ja. Und weißt du was? Ich sag jetzt einfach mal so, Alter. dass wir hingehen und überspringen das Level, weil wir sehen ja, dass wir hier nicht weiterkommen. Wir kommen hier auch nirgends raus dann. Und dann so enger Raum mit so vielen Zombies. Wir werfen Granaten wie bekloppt. Ihr habt jetzt Ja. auch alle Granaten vorhin eingesammelt, habt die sonst noch da rumliegen in dem Raum. Mit denen geworfen und du machst mal so, was weiß ich, so 5 plus Kills, also mehr als 5 Zombies. Ja, klar. Aber die spawnen direkt wieder neu. Obwohl der Boss auch da ist. Also würde ich sagen, wir überspringen das Level einfach. Ich hoffe, dass danach nichts mehr kommt. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Ja. Aber ich habe jetzt keinen Bock, hier 50.000 Mal neu anzufangen. Ja, klar, verstehe ich auch. Tor zur Hölle, Wiege des Bösen. Aha. Ich bin auch ein Idiot. Ich habe auf Meisterschütze gehabt. Also Schwierigkeit normal. Ja und? Normal ist doch noch. Okay. Ja, ich hatte in der Aufnahme davor hatte ich auf Kadett gehabt.
Nee, wir spielen auf normal. Ah, gut, wir haben jetzt auch die Zeit schon überschritten, wie wir gesagt hatten. Voreinstellung, feindliche Aufstellung, einmal, zweimal, dreimal, viermal, Alter. Voreinstellung. Alter Schwede hier. Ja, passt schon. Ja, dann würde ich mal sagen, mach mal beim nächsten Mal weiter mit Wiege des Bösen. Des Bosen. Oder? Okay. Tja, tut uns wirklich leid, aber so ist es halt leider. Ich hoffe, dass wir dann da wenigstens hier das Level komplett hinbekommen. Würde ich sagen, was ist von unserer Seite aus hier? Ich hoffe, das Let's Play und die Aufnahmesession haben euch soweit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Würde uns freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Sniper Elite Zombie Army 2. Das war's von meiner Seite aus. Euer Malkav. Und Steve. Ciao, bis dann.